Das Eifelstädtchen Hillesheim im Landkreis Vulkaneifel ist seit jeher nicht nur bekannter Marktort, sondern auch Einkaufsort für die Bewohner der umliegenden Dörfer. Grund dafür ist unter anderem das für eine Stadt dieser Größenordnung beachtliche Angebot an Supermärkten und Einzelhandelsgeschäften. Nach und nach aber hat Hillesheim mit Ladenleerständen zu kämpfen. So stehen seit Monaten die Räume eines ehemaligen Edeka-Markts genau in der Stadtmitte leer. Und in der Nähe klafft seit geraumer Zeit eine Baulücke, weil dort nun doch kein Ärztehaus gebaut wird. Möglicherweise aber ein anderes Geschäftshaus. Anderswo sieht es aber gut aus. So dementieren die Besitzer von Kinderparadies und Modehaus Esselen jegliche Schließungsgerüchte. Man werde definitiv nicht zumachen, sagt Inhaberin Gisela Esselen. Keine Kopfschmerzen bereitet dem Hillesheimer Wirtschaftsförderer Stefan Mertes aber die derzeitige Fluktuation in der Hillesheimer Geschäftswelt. Bei so gut wie allen aktuellen Geschäftsaufgaben gäbe es einen Nachfolger. Grund zur Euphorie ist dies allerdings noch nicht. Schließlich sind da noch zwei Großimmobilien, die seit geraumer Zeit leer stehen. Das Hotel Fasen und die ehemalige Hochwaldmolkerei.